Yes, I have a problem. Ich habe ein richtig heftiges Problem gerade. Und zwar. Hallo, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch erstmal allen einen schönen Ramadan-Monat, einen schönen Start in den Ramadan-Monat. Wir sind gerade, heute ist Tag 1 und wir sind gerade dabei, das Abendessen vorzubereiten. Meine Schwiegermutter sagte gerade zu mir: Ja, kannst du mal ein paar Knoblauchzehen schälen? Das ist schon die 10. Knolle, glaube ich. Das brauchst du alles nur vor einem Essen. Normalerweise mache ich ja den Trick mit diesem hier. Einfach die Knoblauch reinfüllen und dann schütteln. Und das geht bei ihr irgendwie nicht. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Knoblauch nicht frisch ist. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Das schnellste und einfachste Essen auf der Welt. Kartoffeln. Und das Gemüse da reinschnippeln. Den Knoblauch, den ich hier geschält habe. Und dann kommt da noch ein bisschen Fleisch und Gewürze rein. Fertig. Und dann ist ab in den Ofen. Guck mal, wie praktisch die türkischen Frauen das immer hier schälen, ne? Und wir immer mit Brettchen und alles. Hamza! Nereye gittin? Buraları bıraktın da. Efendim? Hä? Ne yapayım? Yemek hazırlıyorsun. Yes, I have a problem. Ich habe ein richtig heftiges Problem gerade. Und zwar, ich muss von heute auf morgen abstillen. Die Gründe erzähle ich euch später, aber wie soll ich denn das anstellen? Weil Hamza ist auch so ein. Ihr hört, er heult auch ein bisschen schon. Er will jetzt an die Brust und ich will ihm die einfach nicht geben und die tut so heftig weh und ich schaff das einfach nicht. Und meine Schwiegermutter hat mir den Tipp gegeben: Schmier doch einfach Schuhcreme auf deine Brust. Ist das jetzt dein Ernst? Sie meinte ja, meine Schwiegertochter, also ihre Tochter hätte das auch so gemacht: einfach ein bisschen Schuhcreme auf die Brust. Und durch den Gestank und durch den Geruch halt, dass das Kind dann das nicht mehr wollte und dann so, und dann wollten die halt nicht mehr an die Brust. Das funktioniert nie im Leben bei Hamza. Er ist ein Brustfanatiker und habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps, wie ich am besten von heute auf morgen abstillen kann? Ich habe jetzt fast ein Jahr gestillt, es reicht jetzt auch. Ich habe sowieso keine Lust mehr drauf gehabt, von daher passt es ja jetzt gerade ganz gut. Aber es wird eine harte Nummer. Ich glaube, Tipp Nummer 1 ist jetzt einfach nicht mehr geben. Was mit der Schuhcreme hat überhaupt nicht funktioniert. Er wollte das trotzdem haben. Ich dachte vielleicht ein bisschen an den Gestank und an dem Aussehen. Das war ja komplette schwarze Brust. Nee. War ihm scheißegal. Okay, das hilft schon mal nicht. Jetzt dürfen wir mit Essen anfangen. Es gibt die leckere Suppe. Dann das Essen, was wir euch hier vorhin gezeigt haben. Und dann gibt es noch hier Kompost. Joghurt mit Biber. Joghurt mit Paprika. Und Joghurt und natürlich darf an einem Iftar-Tisch keine Datteln fehlen. Und ich würde jetzt sagen, guten Appetit. Sami hat es jetzt leider nicht geschafft, mit dem Pide rechtzeitig hier anzukommen. Ist natürlich jetzt doof. Ohne Pide. Ich bin so übermüdet, Leute. Augenringe bis zum Bauchnabel. So, wir haben hier frische Rosenblätter aus Sparta natürlich mitgebracht. Und die haben wir gestern von dem Grünzeug so ein bisschen entfernt und jetzt werden wir hier ein bisschen Marmelade machen. Dieser Duft. Oh, die Farbe, das sieht alles so schön aus. Jetzt hat meine Schwiegermutter hier ein Teil Wasser und eineinhalb Teil Zucker aufgekocht. Das kocht jetzt hier so seit 10 Minuten und jetzt kommen hier schon die Rosenblätter da rein. Ich glaube, Hamza ist das einzige Kind, was immer schon im Vorhinein den Mund aufmacht. Du kleiner Vogel, du. Du kleiner Vogel, du. Das schmeckt dir, ne? Das schmeckt dir, die Suppe, ne? Ham, klasse. Super gut. So, ich glaube, die Kamera ist jetzt ein bisschen schief. Ich habe heute Nacht bei Schwiegermutter geschlafen, weil mein Mann meinte noch, er müsste noch Dirilisch gucken. Und ich war einfach so übermüdet, dass ich keine Kraft mehr hatte, noch irgendwie nach Hause zu laufen. Deswegen haben wir bei Schwiegermutter gepennt und dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch kein Make-up mit dabei. Und dementsprechend sehe ich natürlich auch aus.
Meine Schwiegermutter meinte einmal zu dir, zu mir, nimm, bring mal hier so ein paar Sachen hierher, dass für den Notfall, dass du mal hier pennen musst, dass du dann was hast. Sie meinte natürlich Anziehsachen, Unterhöschen, Shampoo und solche Sachen. Ja, was hat Frau Ebro mitgebracht? Natürlich Schminke. So, ich habe jetzt hier natürlich ein paar Sachen, aber irgendwie ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, okay, das befriedigt mich jetzt hier gerade. Und ich weiß nicht, ob es nicht besser aussieht, wenn ich lieber nichts benutze, anstatt des Zeugs jetzt hier. Und ich weiß gerade nicht, ob ich diese CC-Creme hier benutzen soll oder nicht. Gibt es die überhaupt noch? Weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Schütteln wir mal ein bisschen. Wir machen es doch anders. Ich benutze jetzt einfach mal nur ein Puder. Und dann mache ich noch meine Augenbrauen. Hallo Gotti. Hallo Tutti. Ich habe jetzt hier so Lernlaufschuhe für Hamza gekauft. Kostenpunkt 99. Und die ziehen wir jetzt an, die passen jetzt ziemlich genau. Ich glaube, den Sommer kann er damit dann auch verbringen. Weil andere Schuhe, er will jetzt immer laufen und die sind einfach zu hart und die Sohle ist zu hart und die sind halt schön weich und rutschfest. Und jetzt wollen wir die mal anziehen, Mama. So, gib mal her. Das passt doch ganz gut. Supi, du siehst aber auch heute echt super gekleidet aus. Passt mal hier gar nichts mit gar nichts zusammen. Aber egal. So, ich bin jetzt im Laden. Wir haben eine Neuigkeit, aber das Video kommt ja noch. Ihr kennt unser Eis, was wir nachts so frisch produzieren. Dann haben wir unsere Waffelsachen hier. Da fehlt natürlich noch Banane und Kiwi. Und das ist alles gerade im Kühlschrank, weil wir jetzt gerade Ramadan haben. Und wir erst später öffnen. Dann haben wir Zwetsche, was wir jeden Tag frisch machen. Die beiden sind schon leer. Und was jetzt neu dazu kommt, Kumpele auf Anfrage. Die Anfrage war so hoch, ob wir nicht auch Kumpele machen können, dass wir jetzt ab sofort auch Kumpele anbieten. Ja, und das wird hier natürlich jetzt alles wieder umgebaut, weil das natürlich jetzt ganz Konstruktion nicht mehr zusammenpasst. Und yes! Hey! So, meine Hübschen, wir sind wieder back in town. Falls ihr das Rosenvideo noch nicht gesehen habt, Leute, schaut euch dieses Video von Rosa jetzt unbedingt an. Wie das Rosenwasser produziert wird, wo das produziert wird, wie gepflückt wird. Ich war überall, habe mir alles angeguckt und das habe ich euch zusammenfassend alles in ein Video gepackt und ich freue mich, dass es so gut bei euch ankommt. Ich habe knapp 24 Stunden ausgehalten, nicht zu stillen. Ich habe abgepumpt, aber da kam so gut wie gar nichts raus. Also bei mir ist nicht mit abpumpen. Meine Brust fühlt sich so komisch an, so... Keine Ahnung. Ja, eben habe ich ihm wieder die Brust gegeben, weil es ging einfach nicht. Er ist ausgeflippt. Ausgeflippt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, ich muss das einfach knallhart durchziehen jetzt. Naja. Jetzt habe ich gleich ein Gespräch mit meinem Steuerberater. Ich freue mich schon not. Mal gucken, wie diese YouTube-Geschichte jetzt weitergeht. Ich glaube, viele haben das letzte Mal nicht verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit YouTube aufhören will, sondern dass ich ein steuerrechtliches Problem habe. Und zwar zahle ich ja seit Jahren meine Steuern in Deutschland, weil ich da noch gemeldet bin und weil ich das Land in dem YouTube-Konto nicht umstellen kann. So. Und ja, das heißt natürlich dann auch, dass Einnahmen auf ein deutsches Konto fließen. Und ich dachte mir automatisch dann natürlich, dass das dann halt auch in Deutschland versteuert werden muss. Aber ich glaube, ich habe mich geirrt. Ja, und wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht, ob ich jetzt das Land ändern muss. Aber das Problem ist halt, wenn ich das Land in den Einstellungen ändere, dann werde ich nicht mehr in den deutschen Listen auftauchen. Das heißt, weder in den Trends, weder in den Empfehlungen, noch nirgendwo. Und was bringt es mir, wenn ich in der Türkei gelistet werde, aber deutsche Videos mache? Bringt gar nichts, weil das ist halt das Problem. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, dass ich aufhören will oder so, um Gottes Willen, hallo. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt klären. Ich hatte auch gestern schon ein Gespräch mit meiner YouTube-Beraterin und sie meinte, ah, oh, das ist wieder so ein technisches Ding. Da muss ich mal gucken, dass ich dich da weiterleite. Und ja,
Ich hoffe, wir kriegen das Problem gelöst, weil sonst habe ich ein richtig großes Problem, finde ich. So, mein Mann hat jetzt noch eine Viertelstunde. Ich habe gesagt, bitte komm um 3, weil ich hatte ein Gespräch und er ist immer noch nicht da. Na, dann warten wir mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte es einfach hinter mir bringen und habe jetzt meine Schwiegereltern zum Fasten, also zum Iftar eingeladen. Und ich mache jetzt hier am Morgen schon gerade schnell Composto, weil das esse ich sehr gerne gegen mit Reis. Sehr, sehr lecker. Und ich hatte nämlich auf dem Rückweg von Isparta hatte ich mir Kirschen gekauft. Und die koche ich jetzt so ein bisschen auf und dann lasse ich das bis heute Abend schön abkühlen und that's it, eigentlich mit ein bisschen Zucker mischen. Sehr erfrischend und sehr, sehr lecker. Wir sind jetzt hier bei meiner Schwägerin, nicht die Schwägerin, sondern die normale Schwägerin, zum Iftar-Essen. Und wir warten hier jetzt gerade noch eine halbe Stunde, dass wir gleich anbrechen können. Hamza heult hier gerade rum. Hamza hat hier erstmal eine Runde rumgeheult, weil er hat eine Tasse Suppe getrunken und das hat ihm wohl nicht gereicht. Dann hat er der leeren Schüssel hinterhergeheult. Jetzt habe ich ihm noch eine zweite gegeben. Würde mich nicht wundern, wenn er gleich kotzt, weil er so viel gegessen hat. Ja, und der verehrte Sami verlässt uns gleich. Nee. Ganz spontan. Und zwar geht's für uns, beziehungsweise geht's für Sami gleich nach Trabzon. Weil er wollte sich dort ein Auto angucken. Ich hoffe, dass er mit dem Auto zurückkommt, weil das ist so schlimm ohne Auto, geht gar nicht. Es ist jetzt kein 2018er Modell, aber das reicht, wenn uns das Ding von A nach B erstmal fährt. So. Ja, wir essen jetzt noch ein bisschen und dann haben sie das so kacke gemacht. Oder hast du gepupst? Sibra! Hi, Hamza. Wer bist du denn? Guck mal, geh nicht mehr da. Hamza. Tişörtün üstünde H yazıyor. Daha yeni görüyorum. Ne yazıyor? H. Vallahi mı? Evet. H harfi. Hiç fark etmedim. Vallahi ben de fark etmedim. Hey! Ist das ein Luftballon? Ich habe gerade zu Sami gesagt, kannst du mal bitte Hamza die Suppe geben? Und was ist passiert? Er hat die Suppe probiert. Nein, aber er ist ein Fastenbruch. Herkes görüyor ki size bir şey söylemiyor. Ja, ich hab das nicht. Ben de ne kadar böyle. Ja, ich hab's nicht realisiert. Olmuş. So witzig, ey. Ja, das macht doch nichts. Jetzt kommt natürlich die Frage auf: Ebu, fast. Also, dieses Jahr fast ich nicht. Weil ich würde das nicht aushalten, glaube ich, weil ich ja noch stille. Ich bin zwar gerade dabei abzustillen, aber es funktioniert einfach nicht. Und dann stillen und fasten ist einfach nichts für mich. Haben Sie das erste Krabbelversuche? Das sieht super aus, mein Schatz. Er robbt, aber heute hat er das erste Mal gekrabbelt. I'm so proud. Rechts stehen die Zeiten, wann in verschiedenen Städten dann Iftar ist, also Fastenbruch. Und wir sind in 2 Minuten dran. Burada hiç cam yok ki. Var böyle yerin. Şimdi başlıyor. Bak et ama. Dur bir dakika. Bismillah. So, jetzt gibt es noch Nachtisch. Das ist ein Nachtisch, den gibt es immer nur zu Ramazan. Ja, den kann man auch außerhalb Ramazan machen, aber das sind so Reisblätter und dazwischen ist mit Milch und Pistazien so ein bisschen. Ja, sehr lecker. Oh, Baklava auch noch. Oh mein Gott. Nee, danke. So, und das haben wir jetzt noch gleich zum Flughafen. Muss. Werden wir jetzt ganz schnell essen und dann nach Hus fahren. So, mein Mann ist jetzt weg und irgendwie habe ich jetzt gerade Angst, weil ich das erste Mal jetzt seit langem wieder alleine bin. Ich mag das immer nicht, alleine zu schlafen. Ich habe mal alleine gewohnt, jetzt kann ich nicht mehr alleine schlafen, auch nicht mehr normal. Na, ich rede gerade ein bisschen leise, weil Hamza jetzt gerade schläft. Irgendwie ist alles doof. Ich hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen, wo ich für euch eine Firma besucht habe und hinter den Kulissen vorbeigeschaut habe. Das bitte hier. Schaut es euch unbedingt an. Wie ich finde, es ist super geworden. Und hier das vorletzte Video. Oben könnt ihr mich abonnieren und unten die Glocke natürlich. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.